Was guckst du mich so kritisch an? Darf ich nicht. Das ist ganz normal, wie hier. Ah nee, das ist gar nicht. Guck mal, das, danke, dass du so schaust. So, ja. Jetzt alles gut, oder? Super. Ich freue mich, dass Sie Ihr Adventskalender-Türchen, Ihr virtuelles, geöffnet haben. Ich freue mich über Daniel Schütter, den Sohn des Theatergründers, der derzeitigen Intendantin Isabella Werthes-Schütter. Und ich kenne ihn seit meinen ersten Besuchen ans Deutschtheater und habe immer gedacht, wow, was für eine coole, physische, moderne, männliche Präsenz. Ja, da musst du lachen, das stimmt aber wirklich. Und habe mich dementsprechend sehr gefreut, als ich hörte, dass wir zusammen spielen würden in Léonce und Lena. Kann man nur sagen, man soll sich nie zu früh freuen, weil wir haben nur zweimal zusammen gespielt, dann wurde uns das Theater unterm Hintern, nee, das ist ein falsches Bild, also das Theater wurde dicht gemacht wegen dieses vollkommen unnötigen Virus. Aber wir haben noch eine Chance, im September 21 spielen wir nochmal, und Sie haben auch eine Chance, wir spielen nochmal Léonce und Lena, diese sehr schöne, versponnene Inszenierung von Mona Kraushaar. Du spielst die Amme. Die Gouvernante, genau. Die Gouvernante, wie man ja schon... wie man sieht. Wie man ahnen kann. Und du singst auch. Ja. Wie du überhaupt, ja auch, das ist sozusagen dein zweiter Beruf. Ja. Also wenn Sie Internet haben, Sie müssen ja Internet haben, sonst würden Sie uns nicht angucken, dann googeln Sie doch mal Kollektiv 22. Das ist eine junge Band aus der Schanze, dem Schanzenviertel. Und wenn Sie Gelegenheit haben, ein Konzert irgendwie in Ihrer Nähe aufzureißen, dann gehen Sie hin, weil das lohnt sich wirklich. Ja. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich zünde jetzt die Kerze an. Daniel, das mache ich immer für meine Gäste. Und was liest du uns? Ich lese Die Nachtigall und die Rose von Oscar Wilde. Ich freue mich, wir freuen uns, viel Spaß. Sie versprach, mit mir zu tanzen, wenn ich ihr rote Rosen brächte, rief der junge Student aus, doch in meinem ganzen Garten gibt es keine rote Rose. Von ihrem Nest aus in der Steineiche hörte ihn die Nachtigall und sie lugte durch das Blattwerk und wunderte sich. Keine rote Rose in meinem ganzen Garten, rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. Ach, von welchen Kleinigkeiten doch das Glück abhängt. Ich habe alles studiert, was die Weisen niedergeschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mir offenbar, doch weil ich einer roten Rose ermangele, ist mein Leben elend geworden. Hier ist endlich ein treuer Liebhaber, sagte die Nachtigall. Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich in den Sternen seine Geschichte erzählt, und nun erblicke ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Blüte der Hyazinthe, und seine Lippen sind rot wie die Rose seiner Sehnsucht. Doch die Leidenschaft hat sein Antlitz wie mattes Elfenbein werden lassen, und der Kummer hat seiner Miene das Siegel aufgedrückt. Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball, murmelte der junge Student, und meine Liebe wird auch dabei sein. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir bis zum Morgengrauen tanzen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Arm halten, und sie wird ihren Kopf an meine Schulter lehnen, und ihre Hand wird in der meinen ruhen. Doch es gibt keine rote Rose in meinem Garten, so werde ich einsam dasitzen, und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten, und mir wird das Herz brechen. Das hier ist wirklich der treue Liebhaber, sprach die Nachtigall. Er erleidet, wovon ich singe. Was mir Freude ist, bereitet ihm Schmerz. Die Liebe ist wirklich ein wundersam Ding. Sie ist kostbarer als Smaragde und teurer als feingeschliffene Opale. Perlen und Granate können sie nicht erkaufen, noch wird sie auf dem Markt feilgeboten. Bei den Kaufleuten kann man sie nicht erwerben, noch vermag man sie für Gold aufzuwiegen. Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen, sagte der junge Student, und auf ihren Saiteninstrumenten spielen, und meine Liebe wird zum Klang der Harfe und der Violine tanzen. Sie wird so leicht dahin schweben, dass ihre Füße den Boden nicht berühren, und die Höflinge in ihren farbenfrohen Gewändern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe keine rote Rose, die ich ihr geben könnte.
und er warf sich aufs Gras nieder und begrub sein Gesicht in den Händen und weinte. »Weshalb weint er?« fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit erhobenem Schwänzchen an ihm vorbeilief. »Weshalb denn nur?« fragte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl herflatterte. »Weshalb denn nur?« flüsterte ein Gänseblümchen mit leiser, sanfter Stimme seiner Nachbarin zu. »Er weint um eine rote Rose«, antwortete die Nachtigall. »Um eine rote Rose?« riefen sie wie lächerlich, und die Eidechse, die ein kleiner Zyniker war, lachte gerade heraus. Doch die Nachtigall wusste die Erklärung für den Kummer des Studenten, und sie saß stumm auf der Eiche und dachte über das Mysterium der Liebe nach. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel aus und schwang sich hinauf in die Luft. Wie ein Schatten huschte sie durch den Hain und wie ein Schatten segelte sie über den Garten. In der Mitte des Rasenplatzes stand ein wunderschöner Rosenstock, und als sie ihn erblickte, flog sie hinüber zu ihm und ließ sich auf einem Zweig nieder. »Schenke mir eine rote Rose«, rief sie, »und ich will dir mein lieblichstes Lied singen.« Doch der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind weiß«, erwiderte er, »so weiß wie der Schaum des Meeres und weißer noch als der Schnee auf den Bergen. Doch wende dich an meinen Bruder, der sich um die alte Sonnenuhr rankt, und vielleicht wird er dir geben, wonach du verlangst.« So flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der sich um die alte Sonnenuhr rankte. »Schenke mir eine rote Rose«, rief sie, »und ich will dir mein lieblichstes Lied singen.« Doch der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind gelb«, erwiderte er, »so gelb wie das Haar der Meerjungfrau, die auf einem Bernsteinthrone sitzt, und gelber noch als die Narzisse, die auf der Wiese blüht, ehe der Meer mit seiner Sense kommt. Doch wende dich an meinen Bruder, der unter dem Fenster des Studenten wächst, und vielleicht wird er dir geben, wonach du verlangst.« So flog die Nachtigall hinüber zum Rosenstrauch, der unter dem Fenster des Studenten wuchs. »Schenke mir eine rote Rose«, rief sie, »und ich will dir mein lieblichstes Lied singen.« Doch der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind rot«, erwiderte er, »so rot wie die Füße der Taube und röter noch als die großen Korallenfächer, die in der Meeresgrotte auf- und niederwogen. Aber der Winter hat meine Adern vor Kälte erstarren lassen, und der Frost hat meine Knospen im Keime erstickt, und der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich dieses Jahr überhaupt keine Rosen haben.« »Eine Rose ist alles, wonach ich verlange«, rief die Nachtigall, »nur eine Rose. Gibt es denn keine Möglichkeit für mich, sie zu bekommen?« »Eine Möglichkeit gibt es«, entgegnete der Strauch. »Doch ist sie so schrecklich, dass ich sie dir nicht mitteilen wage.« »Sag sie mir«, versetzte die Nachtigall, »ich fürchte mich nicht.« »Wenn du eine rote Rose willst«, sprach der Strauch, »dann musst du sie bei Mondlicht aus Musik entstehen lassen und sie färben mit deinem eigenen Herzblut. Du musst für mich singen und dabei deine Brust gegen einen Dorn pressen. Die ganze Nacht lang musst du für mich singen und der Dorn muss dein Herz durchbohren und dein Herzblut muss in meine Adern fließen und zu meinem werden. Der Tod ist ein hoher Preis für eine Rose«, rief die Nachtigall. »Und das Leben ist allen lieb und teuer. Es ist eine Freude, im grünen Wald zu sitzen und die Sonne in einem Gespann aus Gold zu betrachten und den Mond in seinem Gespann aus Perlen. Süß ist der Duft des Hagedorns und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verstecken und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. Doch die Liebe ist größer als das Leben. Und was ist das Herz eines Vogels gegen das Herz eines Menschen?« So breitete sie ihre braunen Flügel aus und schwang sich hinauf in die Luft. Wie ein Schatten strich sie über den Garten und wie ein Schatten segelte sie durch den Hain. Der junge Student lag immer noch dort auf dem Rasen, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen in seinen wunderschönen Augen waren noch nicht getrocknet. »Sei wieder glücklich«, rief die Nachtigall, »sei wieder glücklich, du sollst deine rote Rose bekommen. Ich will sie bei Mondlicht aus Musik entstehen lassen und mit meinem eigenen Herzblut färben. Alles, was ich dafür von dir verlange, ist, dass du ein treuer Liebhaber bleibst, denn die Liebe ist weiser als die Philosophie. Obgleich diese weise ist und mächtiger als die Macht, obgleich diese mächtig ist, Flammenfarben sind ihre Schwingen und Flammenfarben ist ihr Leib.
Ihre Lippen sind süß wie Honig und ihr Atem duftet wie Weihrauch. Der Student blickte vom Grase auf und lauschte, doch er vermochte nicht zu verstehen, was die Nachtigall zu ihm sagte, denn er wusste nur von den Dingen, die er in Büchern niedergeschrieben sind. Der Eichbaum jedoch verstand und wurde betrübt, denn er mochte die kleine Nachtigall sehr, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte. »Sing mir ein allerletztes Lied«, flüsterte er. »Ich werde mich so sehr einsam fühlen, wenn du nicht mehr da bist.« Also sang die Nachtigall für den Eichbaum und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Kruge sprudelt. Als sie ihr Lied beendet hatte, erhob sich der Student und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche. »Sie hat Form«, sprach er zu sich selbst, als er durch den Hain davonging. »Das kann man ihr nicht absprechen, aber hat sie auch Gefühl?« »Ich fürchte, nein. In Wirklichkeit ist sie wie die meisten Künstler. Sie ist ganz Stil, ohne jede Aufrichtigkeit. Sie würde sich nicht für andere opfern. Sie denkt lediglich an die Musik und jedermann weiß doch, wie selbstsüchtig die Künste sind. Gleichwohl muss man zugeben, dass sie mit ihrer Stimme schöne Töne hervorbringt. Wie schade, dass sie keinerlei Bedeutung oder praktischen Nutzen haben.« Und er ging in seine Kammer und legte sich auf sein einfaches Strohlager und fing an, über seine Liebe nachzusinnen. Und nach einer Weile schlief er ein. Und als der Mond in den Himmel schien, flog die Nachtigall zu dem Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht lang sang sie so, den Dorn an der Brust, und der kalte, kristallene Mond beugte sich nieder und lauschte. Die ganze Nacht lang sang sie, und der Dorn drang immer tiefer in die Brust, und ihr Herzblut ebbte von ihr. Zuerst sang sie von der Geburt der Liebe im Herzen eines Jünglings und eines Mädchens, und auf dem höchsten Zweig des Rosenstrauchs erblühte eine wundervolle Rose, Blütenblatt auf Blütenblatt, so wie ein Lied dem anderen folgte. Zuerst war sie hell wie die Nebelschleier über dem Fluss, hell wie die Füße des Morgens und silbrig wie die Schwingen der Dämmerung. Wie das Schattenbild einer Rose in einem Spiegel aus Silber, wie das Schattenbild einer Rose in einem Wasserteich, so war die Rose, die auf dem höchsten Zweig des Strauchs erblühte. Der Strauch jedoch rief der Nachtigall zu, sie solle sich noch fester gegen den Dorn pressen. »Noch fester, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »oder es wird Tag, ehe die Rose vollkommen ist.« So presste sich die Nachtigall noch fester gegen den Dorn, und immer lauter wurde ihr Lied, denn sie sang von der Geburt der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau. Und die Blätter der Rose erröteten zart, so wie das Antlitz des Bräutigams errötet, wenn er die Lippen der Braut küsst. Doch der Dorn hatte noch nicht ihr Herz erreicht, und deshalb blieb das Herz der Rose weiß. Denn nur das Herzblut einer Nachtigall vermag das Herz einer Rose tiefrot zu färben. Und der Strauch rief der Nachtigall zu, sie solle sich noch fester gegen den Dorn pressen, noch fester, kleine Nachtigall, oder es wird Tag, ehe die Rose vollkommen ist. So presste sich die Nachtigall noch fester gegen den Dorn, und der Dorn traf ihr Herz, und ein heißer, stechender Schmerz durchfuhr sie. Bitter, bitter war der Schmerz, und immer stürmischer wurde ihr Lied, denn sie sang von der Liebe, die durch den Tod vollkommen wird, von der Liebe, die auch im Grabe nicht stirbt. Und die wundervolle Rose wurde tiefrot, so wie die Rose des östlichen Himmels. Tiefrot war das Band ihrer Blütenblätter und tiefrot wie ein Rubin ihr Herz. Die Stimme der Nachtigall jedoch wurde schwächer und ihre kleinen Flügel begannen zu schlagen und ein Schleier überzog ihre Augen. Immer schwächer wurde ihr Lied und sie spürte, wie etwas ihr den Atem nahm. Dann brach die Musik ein letztes Mal aus ihr hervor. Der weiße Mond vernahm sie, und er vergaß die Dämmerung und verweilte am Himmel. Die rote Rose hörte sie, und sie zitterte in völliger Verzückung und öffnete ihre Blütenblätter der kalten Morgenluft. Das Echo trug sie zu einer Purpurgrotte in den Bergen und weckte die schlafenden Schäfer aus ilren Träumen. Sie schwebte durch das Schilfrohr am Fluss und dieser überbrachte ihre Botschaft der See. »Sieh nur, sieh«, rief der Strauch, »die Rose ist nun vollkommen«, aber die Nachtigall gab keine Antwort
denn sie lag tot im hohen Gras, den Dorn in ihrem Herzen. Und mittags öffnete der Student sein Fenster und sah hinaus. »Welch glücklicher Zufall«, rief er, »hier ist eine rote Rose. In meinem ganzen Leben habe ich niemals eine Rose wie diese erblickt. Sie ist so wunderschön, dass sie sicher einen langen lateinischen Namen hat.« Und er beugte sich hinunter und brach sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief bis zum Haus des Professors mit der Rose in der Hand. Die Tochter des Professors saß vor dem Hauseingang, wickelte blaue Seide auf eine Spule und ihr Hündchen lag ihr zu Füßen. »Ihr verspracht, ihr würdet mit mir tanzen, wenn ich euch eine rote Rose brächte«, rief der Student. »Dies hier ist die röteste Rose auf der ganzen Welt. Tragt sie heute Abend an eurem Herzen, und während wir miteinander tanzen, wird sie euch verraten, wie sehr ich euch liebe.« Doch das Mädchen runzelte die Stirn. »Ich fürchte, sie passt nicht zu meinem Kleid«, erwiderte sie, »und außerdem hat mir der Neffe des Kammerherrn einige echte Juwelen geschickt, und jedermann weiß doch, dass Juwelen weit mehr als Blumen kosten.« »Auf mein Wort, ihr seid undankbar«, versetzte der Student voll Zorn, und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in den Rinnstein fiel, und ein Wagenrad fuhr über sie. »Undankbar«, sprach das Mädchen, »ich will euch eines sagen, ihr seid ungehobelt, und wer seid ihr schließlich? Bloß ein Student. Ich glaube, dass ihr nicht einmal Silberschnallen an den Schuhen habt, wie der Neffe des Kammerherrn.« Und sie erhob sich von ihrem Stuhl und ging ins Haus. »Was für eine törichte Sache doch die Liebe ist«, sagte der Student, als er fortging. »Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie kann nichts beweisen, und sie erzählt einem immer von Dingen, die nicht eintreffen, und gaukelt einem Dinge vor, die nicht wahr sind. Sie ist wirklich vollkommen unpraktisch. Und da heutzutage praktisch zu sein alles bedeutet, werde ich mich wieder der Philosophie zuwenden und die Metaphysik studieren.« Also kehrte er in seine Kammer zurück, zog ein großes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen. Siehst du die Rose? Ach so. Danke dir, mein Lieber. Sehr schöne Geschichte, sehr traurige Geschichte. Und der Gesang der Nachtigall wird fehlen. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wie es mir gefallen hat, und hoffe, dass Sie morgen wieder ein Türchen aufmachen von unserem virtuellen Adventskalender. Verbringen Sie noch einen schönen restlichen Dezembertag. Bleiben Sie dem Ernst-Deutsch-Theater gewogen. Tschüss, bis morgen. Danke. Danke.